bei dir? Nee, meinetwegen können die jeden Tag essen. Wenn sie so früh ausfahren. Mach mal drüben. Na, nach Hause gehen. Nach Hause gehen? Das ist doch noch viel zu früh. Wie wär's denn mit der Fähre? Nach Löschhafen wollten wir doch immer mal. Hast du Geld? Klar, kostet ja nicht viel. Aber Mami sagt doch immer, sie erlaubt uns nicht. Wir können ja mal anrufen. Wozu gibt's denn Telefon? Was Grünes? Ja, woran haben Sie eigentlich gedacht, Frau Sonntag? Einen frischen Salat, sagen wir zwei Köpfe. Salat? Ich kann mir hier doch keinen Salat hinlegen. Ja, aber bei uns hiebert alles nach frischem Grünem. Bei Ihnen schon, aber woanders nicht. Hier wird einfach kein Salat gekauft. Das ist aber sehr ungesund. Wem sagen Sie das? Aber die Leute sind nun mal so. Außerdem haben die meisten ihre eigenen Gärten. Aber fragen Sie doch mal bei Bauer Bostelmann. Also, Herr Jarchow, manchmal hat man es wirklich nicht leicht hier. Ich glaube, Mami ist noch einkaufen. Dann können wir ja gar nicht mit der Fähre fahren. Ach was, komm. Bis sie zurück ist, sind wir schon längst wieder hier. Matthias, Florian! Toll! Was? Ja! Meinst du, wir sind auf Kurs? Bestimmt! Vielleicht verfährt er sich und plötzlich sind wir in Rotterdam. Da werfen wir Anker! Oder in Kiel! Oder in Beirut! Du, ich glaube, das merkt er! Meinst du, woran denn? Er hat einen Kompass, der irrt sich nicht! Schade! Was machen wir in drüben? Och, mal sehen! Vielleicht fahren wir wieder zurück! Du musst auch die Strömung mit einrechnen und den Wind. Ich glaube schon, dass wir auf dem richtigen Kurs liegen. Wir sind nämlich Landratten. Aha. Ich werde später mal Matrose. So, und den blinden Passagier. Blinde Passagier? Das würde ich mir aber gut überlegen. Blinde Passagiere werden nämlich mörderisch vertrimmt von ihren Eltern und bekommen 3 Wochen Stubenarrest. Siehst du, alles was Schönes darf man. Mami. Seid ihr verrückt geworden? Wisst ihr, wie spät es ist? Wo kommt ihr jetzt her? Aus Löschhafen. Aus woher? Aus Löschhafen. Wir haben früher ausgehabt wegen der Impfung. Die Fähre fährt plus 20 Minuten. Und warum kommt ihr dann jetzt erst? Wir haben in den Hafen zugeschaut bei einem Ausladen. Und weißt du, wie das heißt? Löschen. Wie bei der Feuerwehr. Die haben mit einem Kran Felle aus dem Schiff geholt. Und ganze Ballen mit Veilchenblüten. Und weißt du, was sie daraus machen? Duft. Das ist mir pipegal, was Sie daraus machen. Ich komme hier um vor Angst und ihr lasst mich seelenruhig warten. Bis 2:30. Ich wollte gerade in der Schule anrufen. Wir haben ja angerufen. Du warst doch nicht zu Hause. Ach, jetzt habe ich auch noch die Schuld. Matthias, Florian, dieses Rumstromern hat ein Ende. Wenn ihr weggeht, möchte ich wissen, wo ihr seid. Verstanden? Ja. Das passiert mir nicht noch einmal. Löschhafen. Ich werde jetzt ganz andere Seiten aufziehen. Los, rauf in euer Zimmer. Du, die sind wie ausgewechselt. In der Stadt habe ich sie viel mehr unter Kontrolle gehabt als hier. Bis Löschhafen, wie findest du das? Typisch. Du, dir gefällt das wohl auch noch. Denk doch mal an meine Situation. Ja, natürlich, das ist furchtbar. Robert, das ist wirklich kein Zustand. Du musst sie dir einmal vorknöpfen, und zwar energisch. Die müssen wieder einmal spüren, dass sie einen Vater haben. Ja, schau mal, das ist doch alles ganz neu für sie hier. Ich kann schon verstehen, dass ihnen das Spaß macht. Aber mir nicht. Denk doch mal an mich. Es könnte Ihnen ja auch mal was passieren, oder? Na ja, natürlich. Du, wenn ich ein bisschen mehr Zeit hätte, du, dann würde ich ja mit Ihnen losziehen. Warum lenken wir Rent, dicker Lust nicht in richtige Bahn? Dazu könntest du wirklich etwas tun. Marina, du weißt doch selber, das ist doch... Du wolltest Ihnen doch schon immer mal das Werk zeigen. Doch ausgeschlossen, im Moment habe ich wirklich keine freie Minute, du. Ich kann Sie doch nicht allein auf dem Gelände rumlaufen lassen. Eine verlängerte Mittagspause wird ja wohl noch drin sein, oder? Ich habe mir das mal überlegt. Wenn ich Sie um 12 Uhr in den Bus setze,
Dann könntest du sie herumführen und mit dem 2-Uhr-Bus wieder zurückschicken. Dadurch wird ja eure Bauplanung nicht so arg durcheinander geraten, oder? Also bitte, wenn du meinst, dass wir sie fürs Herumstromer noch belohnen sollten, dann... Gottes Namen, dann steck sie morgen Mittag in den Bus und ich nehme sie draußen in Empfang. Was wollt ihr denn hier? Wir wollen zum Herrn Ingenieur Sonntag. Der baut hier alles. Das sind nämlich seine Kinder. Heute dürfen wir herein. So, na also denn. Bitte dir, Herrn. Pass auf, dass ihr auch in die Baracke gehen, nicht allein auf der Baustelle rumkriechen. So, jetzt holen euch erstmal einen schicken Helm auf. Passt. Einen guten Eisenträger auf dem Kopf, den spürt ihr gar nicht. Wirklich? Ja, probieren wollen wir es lieber nicht. Ja, immer ein bisschen rot. Ach, da sind Sie ja, Herr Sonntag. Sie sollen sofort zu Herrn Lehnert kommen. Jetzt? Was ist denn los? Ach, da stimmt irgendwas nicht mit der Lieferung von heute früh. Das habe ich doch geahnt. Sind das Ihre? Große Werksbesichtigung? Mach ich dann jetzt mit euch? Wir können ja auch alleine gehen. Könnte euch so passen. Also, wenn es Ihnen nicht ausmacht, Herr Sonntag, dann kann ich die beiden hier rumführen. Nein, um Gottes Willen. Kann ich wirklich nicht zumuten. Nein. Ach, was. Ich wollte sowieso gerade Mittag machen. Na, wie heißt ihr denn? Ich heiße Matthias. Und wie heißt du? Florian. Ja, Herr Wilkins, das ist wirklich sehr nett von Ihnen. Und dass Ihre Bauch mir pariert, ja? Herr Wilkins zeigt euch jetzt den Bau und bringt euch anschließend zum Pförtner zurück. Ist das klar? Ja. Also dann. Viel Spaß, ihr beiden. Und das da vorne, das ist die Eisenbiegerei. Da werden die Moniereisen gebogen. Die langen Stangen? Wofür denn? Die kommen als so eine Art Skelett in den Beton, damit man den dann mehr belasten kann. Hey, Florian, wo willst du hin, du alter Racker? Mal weglaufen hier. Da muss man aber stark sein, wenn man die Stangen biegen will. Das geht nicht mit der Hand, das macht eine Maschine. Ein Mensch kann das gar nicht. So, komm. Nicht so nah ran. So, guck mal. Da drüben, in das runde Ding da, da kommt dann mal der Atomreaktor rein. Und der versorgt dann die ganze Gegend hier mit Strom, bis nach Hamburg hin. Nee. So, jetzt habt ihr aber genug gesehen, was? Oh, eigentlich können wir nicht noch ein bisschen bleiben. Nee, du, ich muss wieder an die Arbeit. Und allein kommt er mir unter die Räder. Ich fahre euch noch zum Tor. Das hier ist meiner. Ich hole dann den Schlüssel. Du, pass mal. Taschenlampe. Wohnen Sie hier? Nein, das ist hier bloß für tagsüber, zum Aufwärmen. Guck mal, da! Haben Sie das ausgeschnitten? Aus Illustrierten? Was? Ach so. Ja, ja, nur so. Damit die Wand nicht so kahl ist. Komm. Ich sammle auch solche Bilder. Du? Ja. Solche? Nee, nur Autos und so. Ach so. Mädchen finde ich ganz langweilig. Da hast du auch recht. Kommt, wir fahren jetzt. So, komm. Da wären wir. Die Helme kann ich aber wiederbekommen, nicht? Schade. Ich hätte so gerne mit in die Schule gehen. Lass dir einen zum Geburtstag schicken. Hey, hey, hey! Komm her. Also, macht's gut, Jungs. Wollt ihr auf den Werksbus warten? Oder? Schafft ihr schon zu Fuß. Also, auf Wiedersehen, Herr Wilkins. Wiedersehen. Wiedersehen war klasse. Tschüss, Stern. Und macht keine Dummheiten. Wiedersehen. Wiedersehen.
müssen wir uns alles noch mal ganz genau angucken. Wir müssen bloß aufpassen, dass Papi uns nicht sieht. Toll, wa? Das hat er uns auch nicht gezeigt. Was machen wir jetzt? Ui, guck mal da drüben! Der ist bestimmt 1000 Meter hoch. 1000? 220 hat Papi gesagt. Komm, Florian. Da wird man ganz schwindelig. Was meinst du, wie weit man von da oben sehen kann? Bis nach Amerika? Quatsch. Du, da ist ein Fahrstuhl. Ist aber zu. Du, die geht auf. Toll. Florian, was ist denn? Och, nix. Hast du Angst? Weißt du denn überhaupt, wie der Aufzug geht? Och, der ist genauso wie in unserem Kaufhaus. Komm jetzt. Au ja. Salat in Pfannenstiel. Wie schaffen Sie das nur, Frau Sonntag? Ich bin ja schon froh, wenn ich sowas in Kröderburg mal erwische. Beziehungen muss man haben. Ich wundere mich sowieso, dass die Leute hier keinen Skorbut kriegen, so ohne jedes frische Gemüse. Und dann nehmen Sie sich doch ein paar. Wir schaffen das doch nicht alleine. Wirklich? Aber ja, das wird ja doch nur schlecht. Das ist aber lieb von Ihnen. Ich beneide Sie ehrlich. Warum denn? Ach, ich mache mal alles falsch, wenn ich was nicht mag. Und Bottenstedt kann ich nicht ausstehen. Ach, das gibt sich. Wollen Sie nicht auf den Kaffee mit reinkommen? Nein, es tut mir leid. Meine Kinder müssen jeden Augenblick nach Hause kommen. Die durften sich heute mal die Baustelle ansehen. Hm? Auf Wiedersehen. Hurra! Hurra! Wir haben es geschafft! Wir haben es geschafft! 220 Meter hoch. Mensch, toll, was? Wir sind oben. Ganz oben. Der Wind pfeift. Die Ebbe ist ganz groß. Sogar von hier oben. Ihr müsst mal durchschwimmen. Wenn es mal wärmer ist. Außerdem glaube ich, das ist gefährlich wegen der Strömung. Wo ist das Meer? Da? Ja, da. So ganz breit ist. Da muss die Mündung sein. Und was kommt dann? London. Dann kommt England. Du! Wenn man ganz genau hinsieht. Was? Ich glaube, da hinten sieht man was. Das könnte London sein. Ist das nicht zu weit weg? Weit schon, aber London ist riesengroß. Trotzdem, wenn was, das machen wir. Sagst kein Wort davon. Verstanden? Komm. Mensch, ist das so. Ja, wirklich. Guck mal, da unten, da arbeitet Papi. Ja? Das war doch eine gute Idee von mir, oder? Wenn man da runterspucken könnte, wann kommt das an? Überhaupt nicht. Bei dem Basement? Spucke landet in Russland oder in China. Mindestens, komm. Guck mal, Bottenstedt, da ist unser Haus, ganz klein. Ich friere, lass uns wieder runter. Du, so schnell kommen wir hier nicht mehr wieder rauf. Aber trotzdem, ich friere. Na denn, komm. Ina, was ist denn? Du, ich habe jetzt wirklich keine... Was? Ja, aber das ist doch Unsinn. Die sind längst nicht mehr hier. Nein. Nein, der Wilkins hat sie selbst mit seinem Wagen zum Pförtner gebracht. Ja. Wieso denn Wilkins? Robert, du hast mir doch versprochen, selbst auf die Kinder aufzupassen. Ja, stell dir vor, ich habe hier draußen hin und wieder auch mal was zu tun.
Nein, du, ich wollte ja gerade mit Ihnen losziehen. Ja, da musste ich ausgerechnet zu einer Besprechung. Was? Ja, natürlich ist auch den Verlass. Ja, wahrscheinlich bummeln Sie wieder auf dem Nachhauseweg. Ja, bitte tu das. Aber Ina, nur reg dich doch nicht so auf. Ich bin doch spätestens um 5:30 wieder da. Ja. Was? Herr Sonntag, wir müssen. Ja, komm gleich. Nein, nein, das war hier. Also, Ina. Ja, diesmal können Sie sich wirklich auf was gefasst machen. Ja. Also, mach's gut. Tschüss, wieder. Hilfe! Hilfe! Lass das, Florian. Es hat ja eh keinen Sinn. Es hört ja doch keiner. Außer die Möwen. Bei dem Wind. Es kommt bestimmt Sturm. Merkt ihr wieder Turmbacki? Quatsch. Steh doch mal still, dann merkst du. Ja. Aber nur ein bisschen. Wenn der Sturm stärker wird, dann kippt der Turm um. Der Turm kippt nicht um. Hier ist doch öfter Sturm. Ich hab Hunger. Ich will ja nicht verhungern. Die holen uns vorher runter. Aber die wissen doch gar nicht, wo wir sind. Spätestens morgen kommt hier eine rauf. Morgen? Wahrscheinlich finden die uns schon dort. Bestimmt. Die suchen uns doch. Wart mal. Nicht vermisst. Die ist doch mal rum. Ja, aber hören Sie, das müssen Sie schon mir überlassen, wann ich Angst bekomme. Die Kinder kennen sich hier noch nicht aus. Die sind aus der Großstadt. Ja, eben deshalb treiben Sie sich herum, damit Sie sich besser auskennen. Aber das machen doch alle in dem Alter. Aber wenn nun ein Verbrechen... Hier bei uns? Mit Kindern? Kann ich mir gar nicht gut vorstellen. Nö, nö, das ist bloß in der Großstadt. Ja, aber wenn Sie nun ins Wasser gefallen sind... Sie meinen die Elbe. Ja, können die beiden denn schwimmen? Ja. Na, sehen Sie, ist ja alles in Ordnung. Ja, aber die Strömung... Ja, also da ist noch nie was passiert in der Hinsicht. Weil sich da ja alle in Acht nehmen, gerade bei der Strömung. Nee, kommen Sie mal ruhig wieder vorbei, wenn sich das heute Abend nichts tut. Aber bis dahin sind die ja längst wieder zurück. Da möchte ich auch schwören. Bis denn. Was? Seit heute Mittag? Ja. Das ist ja schrecklich, Herr Sonntag. Ja, aber hier waren Sie nicht. Die hätten auch Bescheid gesagt, wenn Sie wo wären. Sind doch so gut erzogen, nicht? Also dann, vielen Dank. Ich weiß, wo Matthias ist. Wo denn? Wo denn? Er hat gesagt, dass er heute Morgen mit auf die Baustelle darf. Ja, da waren wir ja auch nur. Jetzt ist er nicht mehr da. Also, entschuldigen Sie die Störung, danke. Wo wollen Sie denn hier hin? Sie können doch hier nicht stehen bleiben. Nein, ich bleibe ja auch nicht stehen. Ich wollte Sie nur was fragen. Haben Sie vielleicht zwei kleine Jungs gesehen? Da ist eine Nein, habe ich nicht gesehen. Sie haben sie neulich mit. Ja, aber heute waren Sie nicht drin. Sie müssen jetzt zurück. Gehen Sie zurück. Oh. Also nee, Chico. Die Stunde werden wir schon noch warten. Ach Gott, wenn ich daran denke, dass wir vielleicht wieder die ganze Nacht unterwegs sind. Platz, Chico. Ja? Guten Abend. Ach, guten Abend, Hüselitz. Na, was gibt's denn? Ich wollte bloß eine Meldung machen. Na, was denn? Der Schornstein vom alten E-Werk. Da ist eine Lampe kaputt. In Richtung Bottenstedt. Die blinkt nicht mehr richtig. Das könnte doch gefährlich werden. Für die Flieger und so. Nachts werden die schon nicht so tief fliegen. Aber ich kann das ja mal weitergeben. Soll sich der Fördner darum kümmern? Der hat sowieso nichts zu tun. Weg, ja doch keiner. Nie finden die uns. Nie. Ja, ich glaube, du hast recht.
kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder. Naja, es passt eigentlich nicht so ganz. Robert! Herr Pförtner schwört Stern und Wein, dass sie das Werk verlassen haben, allerdings zu Fuß. Und jetzt? Wir müssen da irgendwas tun. Ja, wir müssen noch mal zur Polizei fahren. Die müssen doch jetzt endlich einsehen, dass es jetzt kein Spaß mehr ist. Frau Döring, machen Sie die Tür zu, bitte. Sag mal, euch kenne ich ja, oder? Wie kommt ihr denn hier rauf? Ihr seid ja völlig durchgefroren. Herr Wachtmeister, unsere beiden Jungs sind verschwunden. Wir wissen nicht mehr, wo uns vor Angst der Kopf steht. Und sie tun nichts weiter als hier stehen und sich gemütlich Kaffee kochen. Erstmal ist das gar kein Kaffee, sondern Pfefferminztee. Und zweitens ist er gar nicht für mich. Ach, das ist doch mir egal. Und drittens drehen Sie sich doch erstmal um, junge Frau. Flo, ich reiß dir die Ohren ab, Flo. Hören Sie mal. Ich hab mir so Angst. Wann denn die gesteckt? Verraten Sie mal. Aus den beiden wird bestimmt noch mal was. Wenn die jetzt schon so hoch hinaus wollen. Na du, was ist denn? Leben Sie noch? Ich würde sagen, die waren kurz vorm Erfrieren. Ah ja. Du, ich sag Ihnen noch schnell gute Nacht. Hoffentlich findest du sie. Ich habe Ihnen eine Schwitzpackung gemacht, vorsichtshalber. Ach, mein Schatz, du... Oh, zitterst dir mehr als die beiden. Ich habe so Angst gehabt, Robert. Das ist ja furchtbar. Du, also ich glaube, ihre Strafe haben sie schon weg, was? Natürlich. Stell dir mal vor, was die für Angst gehabt haben müssen. Ach, das ist... Aber gut, was? Wärst du auf die Idee mit der Jacke gekommen? Nein, du, nein. Ich wäre gar nicht auf die Idee gekommen, auf den Turm zu steigen. Olaf Feigling. Was? Gib mir mal einen Schluck ab. Ja, genau, nämlich. Das haben wir uns redlich verdient. So,